Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons A Wonderful Life. Ich möchte mich einmal ganz kurz bei allen bedanken, die aktuell mir irgendwie in die Kommentare schreiben oder mir sogar privat auf Discord irgendwie schreiben oder wie auch immer zu Story of Seasons. Einmal danke an Spyro, ja, für die super lieben Kommentare immer. Und auch an Buo. Er hat mir einen Link geschickt, wo man Informationen sammeln kann und alles. Also so eine Google-Tabelle bezüglich A Wonderful Life Story of Seasons. Ich werde euch den Link unten in die Videobeschreibung packen. Also für die, die wissen wollen, wie man am schnellsten Herzen bei den Charakteren bekommt oder wann man was bekommt, was man kreuzen kann, wie auch immer und so fort. Ich selber habe nur kurz auf die Liste geguckt. Die ist noch nicht vollständig, das kommt alles noch. Dauert ein bisschen. Und ja, genau. Also das wollte ich nur kurz mal so angesprochen haben. Ich werde mir die Liste noch nicht anschauen, da ich hier noch am Anfang ein bisschen, ich sage jetzt mal, blind reingehen möchte. Klar, ich kenne das Original und dementsprechend wird mir vieles davon sehr vertraut vorkommen. Natürlich ist es trotzdem hier und da ein bisschen anders als damals. Aber damit ihr Bescheid wisst, ne, falls ihr auch dieses Spiel spielt und irgendwie Tipps braucht oder so, dann hau ich euch die Liste von ich hoffe, ich spreche mich richtig aus, unten in die Videobeschreibung. Genau. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um Molly. Ich glaube, es hört auf zu regnen. Hallo Molly, hallo, hallo. Oh, gute Laune, oh, gute Laune. Hier, ich streichel dich, hallo. So. Dann können wir sie denn schon melken. Hast du was dagegen? Blub, 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 blub. Blub. Yeah. War das gerade A? Nee, B. Okay, ich dachte gerade, dieser Kuhkopf sah aus wie ein A. Deswegen dachte ich gerade, hä? Steht das da drauf? Oh, sie schläft. Noch zu früh, ne? 8 Uhr. Mann, ich laufe immer unten raus. Dabei will ich oben rauslaufen. Was wir auf jeden Fall jetzt machen können, ist folgendes. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich vorher nachgedacht. Nee, ich wollte auf jeden Fall rüber zu Wester, denn ich brauche Dünger. Für Futter. Ach, da fällt mir gerade ein. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ich kann mich selber einfach nicht entscheiden. Es geht um die Person, die ich hier im Spiel heiraten werde oder möchte. Es gibt für mich persönlich drei Personen in der engeren Auswahl. Das ist einmal hier Cecilia, die da rumläuft. Bei ihr könnte man theoretisch einfach gar nichts machen und man würde sie am Ende dann heiraten. Aber so Luschi-mäßig mache ich das natürlich dann nicht. Ich werde, wenn sie es wird, oh lol, früher konnte man hier nicht drüber springen. Wenn sie es wird, dann auch über die Felder konnte man früher nicht laufen. Dann werde ich mir natürlich Mühe geben. Dann gibt es noch Molly, die ist auch einer von meinen Favoriten, und Lumina. Also das sind die drei. Jetzt fragen sich bestimmt manche, warum nicht Nami, warum nicht, keine Ahnung, irgendeine andere Person. Ja, keine Ahnung, so, wenn das ein Vorschlag wird, dann warum nicht? Also ich habe nur gesagt, welche meine Favoriten sind. Deswegen, falls ihr Interesse habt, dann oder mir einen Vorschlag reinhauen wollt oder sagt, nee, die muss es sein, dann gerne rein in die Kommentare damit. Oder lasst mich irgendwie anders erfahren. Also auch auf Discord oder so. Kein Problem. Genau. Jetzt habe ich den vorderen Text nicht gesehen, weil der Text direkt untergedings ist. Perfekt. Ich brauche, irgendwas brauche, obwohl das vielleicht nur ein vornehmer Ausdruck dafür ist, dass ich mich vor der Arbeit drücke. Du möchtest also heute also etwas kaufen? Ja, ich möchte etwas kaufen. Toll, wir haben eine große Auswahl, also such dir was aus. Okay, was wäre... Ah, stimmt, ich kann eigentlich direkt auch Sachen von Frühling bis Sommer holen. Sommer bis Herbst, Sommer bis Winter, Winter bis Frühling. Okay, Herbst, wächst Herbst. Okay, nee, das ist nichts. Okay, wir holen auf jeden Fall Dünger. Ist das die Anzahl, die ich insgesamt kaufen kann? So viel brauche ich aber jetzt gerade nicht. Wir holen uns... Oder obwohl... Wieso kann ich hier nicht gedrückt halten? Ah doch, geht doch. Es dauert noch ein bisschen. Wir holen uns mal 40 Dünger. 40 Dünger, das macht 800 Gold. Was sagst du dazu? Oder Geld. 800 Geld. Ich weiß nicht, wie nennt man die Währung in dem Spiel? Das ist einfach nur ein gelbes G. Brauchst du für heute noch was? Ja, ich brauche bitte noch mehr. Ich möchte noch
Das ist halt jetzt die Frage, soll ich einfach noch ein paar Bäumchen kaufen? So von jeder Sorte, die ich mir gerade leisten kann, ein? Welchen Baum habe ich denn gerade eigentlich? Was ist ein Apfelbaum? Ich werde auf jeden Fall Bananen holen. Ich könnte theoretisch zwei kaufen, dann bin ich arm. Ich will nehmen aber mal einen. Ja, ich möchte gerne eine Banane. Dankeschön. Brauchst du noch etwas? Ja, ich möchte noch mehr. Als nächstes holen wir uns... es gibt jetzt noch drei. 140, 100... Die könnte ich noch holen. Trauben. Das in allen braucht aber genug Platz. Beginnen sollen zu blühen, trägt im Herbst Früchte. Ich bin ein Traubenfan, deswegen nehmen wir den die Traube. So, einmal Traubensamen, das macht 160 Gold. Was sagst du dazu? Ja, bitte. Dankeschön. So. Und ich möchte natürlich noch was haben. Jetzt muss ich kurz gucken. Ach stimmt, das wäre vielleicht auch alle Bodenarten. Okay, das ist das, was ich wissen wollte. Nicht, dass ich es irgendwie bin, dass es das irgendwie auf einmal steht. So, es braucht ja, es muss ja fruchtbar sein. So, und Pfirsich. Ja, und die Orangen, die hole ich dann 1, 2, 3, 4, 5 Tage später. Tada. Nee, das war alles. Dankeschön. So, ich habe zu danken. So. Achso, übrigens, für alle, die sonst noch dieses Let's Play verfolgen und eher die stillen Zugucker sind, ihr seid natürlich auch herzlich willkommen. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ihr da seid. Ihr müsst natürlich nicht kommentieren, wenn ihr einfach nur diese, wie nennt man, wie sagt man auf Twitch, die Lurker. Wenn ihr einer dieser Lurker seid, ihr seid natürlich auch herzlich willkommen. Ich bin auch dafür sehr dankbar. Ja, boah, das ist das erste Let's Play und das ist der erste Part, wo ich so extrem auf sowas eingehe. Weil normalerweise kriege ich ja eher selten Kommentare. Aber es ist, wie gesagt, das ist voll okay. Seht's ja an meinem Upload, ne? Ich bin ja trotzdem komplett aktiv da. Oh, da wächst auch so ein Ding. Tja. Ich würde sagen, wir gehen heute, falls wir denn können, mal in die Mine rein. Aber was mir auch noch eingefallen ist, was ich komplett vergessen habe, früher konnte man sehen, ob man schon mit jemandem befreundet ist, oder beziehungsweise, dass die Person einen mag. Das hat man immer daran gesehen, dass die mit dem Kopf nach einem gucken. Weil so gehen die sonst nur steil an einem vorbei und gucken geradeaus. Und wenn die einen mögen, dann haben die immer mit dem Kopf so ein bisschen zu einem geguckt. Das war früher der Indiz dafür, dass man weiß, ah, so langsam sind wir Friends. Hallo Tanamo, wie geht's dir? Ah, Tanamo, ich hatte gehofft, dich zu treffen. Möchtest du uns heute an der Ausgrabungsstätte helfen? Na klar. Tutorial brauche ich nicht. Hast du heute etwas Zeit, uns an der Ausgrabungsstätte zu helfen? Ja. Hattest du gerade gefragt? Ah, du willst mir also helfen, hervorragend. Wundervoll, hier hast du eine Schaufel. Die Geschichte wartet, mein Freund. Frohes Buddeln. Das war jetzt gerade weird, dass er zweimal gefragt hat. Okay, dann Graben mit Y. Hopp. Oh, ich hätte gehofft, dass die das ein bisschen schneller machen. Das war ja damals bei der GameCube schon sehr langsam. Und es ist übrigens ziemlich egal, wo ich buddel. Also ich muss jetzt hier nicht jede Fläche frei buddeln. Theoretisch könnte ich auch einfach die ganze Zeit an derselben Stelle bleiben. Und einfach Y-Spam. Oder ist es in dem Teil jetzt wichtig, dass man da buddelt, wo ein Zeichen zu sehen ist? Eine alte Münze gefunden. Cool. Ich glaube, in jeder Jahreszeit gibt es eine Tafel. Und das alle Jahre über. Einen alten Knochen. Ja, anscheinend muss ich echt da buddeln, wo was zu sehen ist. Das war früher nicht so. Das war da komplett egal, wo man gebuddelt hat. Aber gut zu wissen. Warte mal, dann ist ja hier drüben eigentlich auch schon was. Nee, da ist nichts. Und was ist damit? Da sind so Samen oder so drin? Ah, auch nicht. Und ja, ich buddel gerade, weil ich Geld brauche, okay? Ich bin arm. Wir müssen ein bisschen Geld farmen. Also ich habe früher Geld immer mit den Bananenbäumen gefarmt. Also auf dem GameCube hatte man aber halt auch schon dieses ganz große Feld. Das, was ich hier erst mir quasi anschaffen muss. Und da habe ich halt einfach, immer wenn ich irgendwie Geld übrig hatte, habe ich mein ganzes Geld in Bananensamen gesteckt und habe da die ganzen Bäume angepflanzt. Dann habe ich mich mit dem Professor angefreundet.
Der hat mir dann die Samenmaschine geschenkt. Und. Oh, was haben wir denn da? Alte Knochen. Und ja, dann habe ich halt die Samen immer verkauft und bin so richtig, richtig schnell, richtig rich geworden. Okay, anscheinend muss ich da bei den Dingern öfter buddeln. Aber jetzt hat die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn da dann nichts mehr da drin ist, kann man dann nichts mehr ausbuddeln? Weil jetzt, zack, jetzt habe ich hier was. Oh, ein Edelstein. Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal hier aus an der Stelle. Noch kurz. Also keine Sorge, ich bleibe jetzt hier nicht die ganze Folge über drin. Oh, tatsächlich. Also immer wenn da was ist, das taucht also auch wieder erneut was auf. Also ich kann eigentlich die ganze Zeit weitermachen. Alte Knochen. Aber das heißt auch, ich kann hier einfach doof weiterbuddeln. Und was ich richtig cool finde, ich verbrauche hier anscheinend keine Ausdauer. Früher hat man hier richtig gut Ausdauer verbraucht. Das ist ja mal geil. Ich kann ja so viel buddeln, wie ich lustig bin. Oh, da ist nochmal was. Was wird da wohl sein? Huch. Was bist du denn? Oh. Etwas Merkwürdiges. Wohl. Ich brauche eine Tafel. Ich will unbedingt so eine Tafel haben. Ich weiß nicht mehr, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es in dem Teil überhaupt noch Tafeln gibt. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Gibt es überhaupt noch diese Tafeln? Wo mal eine pro Season rausbuddeln kann. Weil damals auf dem GameCube war das tatsächlich verpassbar. Denn wenn man alle Tafeln hatte, dann hat man, glaube ich, einen Chihuahua bekommen oder so. Oder irgendwas war da auf jeden Fall. Das war eben etwas, das war verpassbar. Wenn man sich nicht drum gekümmert hat, dann direkt im ersten Monat, wenn man die Tafel nicht gehabt hat, dann ja, direkt RIP. Oh, was ist da? Ist das wieder eine Münze? Hey, Kollege, ich pulle hier. Rücksichtslos. Wahnsinn. Okay, die holen wir noch raus und dann sage ich, machen wir erstmal Feierabend. Eine alte Münze. Okay, cool. So, Kater, was geht? Fertig gegraben für heute. Yes. Verstehe. Gut. Gehen wir nach draußen. Okay, das ist anders gesagt. Ich habe es eher als Aufforderung vorgelesen. Ein weiterer produktiver Grabungstag, hoffe ich. Glaub mir, ein Blick auf deine Fundstücke zu. Was? Erlaube mir, einen Blick auf deine Fundstücke zu werfen. Oh Gott, ich kann lesen, ich schwör auf alles. Es scheint leider nichts von archäologischer Bedeutung dabei zu sein. Nimm deine heutigen Fundstücke gerne mit nach Hause. Du hast sie dir verdient. Oh ja, cool, Dankeschön. Das wäre dann alles für heute. Ich hoffe, wir können weiterhin auf deine tatkräftige Hilfe zählen. Ja, aber sicher doch. Ich würde es halt gern wissen mit den Tafeln, ob die halt noch relevant sind. Oder ob die Mechanik hier geändert haben. Dass man quasi so viel Zeit wie möglich jetzt hat. Weil es eigentlich, oder sowas. Ich habe halt echt keinen Plan. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Oh, jetzt kommen aber alle hier hinter. Okay, oh, da ist Nami. Hallo. Nicht der beste Moment zu plaudern, aber tu, was du nicht lassen kannst. Könntest du bitte leise sein? Okay, sorry, so, sorry, sorry. Das Wetter wird immer wärmer, ja. Okay, nice. Stimmt. Ich kann ja auch Rezept holen. Warum nicht? Oh Mann, ey, das habe ich jetzt schon zweimal verpasst. Ich habe das halt nicht in meinem Kopf. Ein entzückendes Pilztischchen. Okay. So, reden wir mal heute mit ihm. Ich will dir mal was verraten. Ein Rezept, das hier im Vergessenen Tal in aller Munde ist. Du solltest es auch mal nachkochen. Melonensalat. Oh, cool. Dankeschön. Oh Gott, ich bin schon wieder so müde und irgendwie sehe ich immer so traurig dabei aus, wenn ich müde bin. Wir können natürlich auch noch angeln. Aber jetzt nicht. Ach so, ich habe dann noch eine Frage. Und zwar, die Parts sind ja bisher immer so, dass ich ja quasi den ganzen Tag spiele und dann ist der Part zu Ende. Das habe ich so gemacht, weil ich halt hier ja den ganzen Tag ausreize. Und meistens ist es ja dann so, dass ich, hoppala, da fällt mir gerade was ein, dass ich dann verwenden.
Oh Gott, sag nicht, ich muss das für jedes Ding einzeln machen. Ach du Scheiße. Ja, dass es halt dann in der Regel so ist, dass der Tag halt schon alleine so 20 bis manchmal sogar 30 Minuten gehen kann. Je nachdem, was man halt macht. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob ich halt dann einfach überziehen soll oder keine Ahnung. Was ist denn für euch angenehm an Spielzeit, also an Videozeit? Sind so 25, 30 Minuten okay? Oder wollt ihr schon, weiß ich nicht, ein bisschen mehr erleben, sehen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil ich finde persönlich, dass 30, also 25, 20, 30 Minuten sind immer so eine angenehme Videolänge. Also wenn ich zum Beispiel bei jemandem was gucke. Natürlich gibt es auch Videos, die mal ein bisschen länger sind, die ich mir anschaue. Aber meistens schaue ich mir halt ja die 20, 30 Minuten Videos an. Das ist irgendwie so eine Sache, die habe ich mir halt angewöhnt. Ich mache halt immer beim ersten Part, wenn ich selber aufnehme, die sind natürlich immer ein bisschen länger. Und auch so gibt es natürlich Parts, die ein bisschen länger gehen. Also zwischendurch mal, weil ich gerade, weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von Cliffhangern. Wenn ich jetzt irgendwie in einem Story-Spiel drin bin und das geht jetzt schon 25 Minuten und ja, keine Ahnung, die nächste Mission ist halt richtig krass interessant wichtig, dann nehme ich die halt meistens in der Folge halt noch mit. Aber es ist halt auch so eine Sache, ob man das möchte. Weil dann wird es halt auch dementsprechend wieder länger, die Folge. Deswegen, also ihr könnt mir da gerne mal eure Meinung zukommen lassen, ob die Videos länger werden sollen oder beziehungsweise nur dieser, nur Harvest Moon, Harvest Moon, Story of Seasons, sorry. ja, könnt ihr, achso, warte mal, ich habe doch Bäume gekauft. Aber das heißt, hier kommt einer hin, da hinten kommt einer hin, wie viel habe ich denn überhaupt? 3. Dann würde ich sagen, noch mittig, oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3, bam. Nee, warte, Quatsch, das wäre ja dumm. Das wäre ja dumm. Nee, wäre es nicht. Nee, das geht, passt. Weil dann kann ich hier noch einen hinstellen. Nee, alles klar, okay. Alles gut. Ich dachte gerade, das wäre so, dass ich dann dazwischen keinen Platz habe. Okay, dann kommen hier links die ganzen Bananen hin. Hä? Achso, jetzt soll, lol. Das war komisch. Ich dachte gerade schon, wieso kann ich es nicht benutzen? Dann würde ich sagen, kommen hier die Trauben rein. Und da drüben hier sicher. So. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich gar keinen Dünger mehr habe. Verdammt. Egal. So. Achso, vielleicht kann ich ja nochmal melken, weil früher war das so, dass man immer zweimal melken konnte. Immer frühs und abends. Hallo. Ziemlich gute Laune. Und nochmal streicheln. Komm her. Ich streichel dich mal daneben, ne? So. Oh ja, es geht perfekt. Also auch wie früher immer zweimal. Ich dachte, beim letzten Mal habe ich es nicht so ganz gecheckt, ob ich es zweimal, einmal gemacht habe. So. Was machen wir jetzt? Verkaufen wir erstmal alles. Denn ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen Geld brauche. Und ich glaube, das Erste, was ich mir dann hole, sind dann Hühner. Deswegen hauen wir erstmal alles weg. Okay, das kann ich alles nur bei Van verkaufen. Das ist halt schade. Aber ich sehe hier, was es wert ist. Das ist ja geil. Oh, ich habe zwei. Wie, ich habe zwei? Ja, hey, ich habe doch bloß... Ach, ich habe bloß einen ausgegraben. Egal. Ja. So, was mache ich jetzt? Es ist 7 Uhr. Gehe ich noch ein bisschen rum? Ist Takakuga zu Hause? Hallo? Okay, nee, ist er nicht, aber ich kann trotzdem hier rein. Untersuchen. Auf dem Foto steht eine schöne Frau neben einem jungen Mann und lächelt. Könnte das Takakura sein? Ja. Das könnte ja nicht nur sein, das sieht man sogar von der Entfernung aus, dass es er ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was mit dieser Frau? Takakura könnte sauer werden, wenn du seinen Kühlschrank ohne Erlaubnis öffnest. Als ob er mitbekommt, wenn es einfach nur offen ist. Hier ist nichts. Was ist da? Auch nichts. Kann ich mich in seinem Bett legen? Meins jetzt. Okay. Ich bin mal gespannt, ob... Ja doch, das kann man doch safe noch ausbauen. Die Frage ist nur, kann ich das selber ausbauen oder wird es ausgebaut? Oh nein, du Armer. Du hast jetzt die ganze Zeit Hunger essen wollen, hast aber nicht geschafft. Nein, geh doch nicht wieder in die Hütte. Ich dachte, du hast Hunger.
Ja, anscheinend hat er doch keinen Hunger. Er hat sich umentschieden. Ist jetzt der Meinung, dass ich doof bin und mich verziehen soll, denn er will seine Ruhe haben. Tja. Das können wir. Achso, gibt es hier vielleicht was Neues? Nee. Oh, ich könnte Blumen verteilen gehen. Das machen wir. Erstmal ein paar Pluspunkte sammeln. Einmal bei Molly, weil sie gerade hier in der Nähe ist. Ich weiß gar nicht, ob Nami Blumen mag. Aber Molly mag Blumen. Zeigen. Komm herein und gönn dir eine Pause. Was für eine wunderhübsche Blume. Ist die für mich? Ja. Nur für dich. Oh, jetzt hast du mir den Tag versüßt. Vielen Dank. Ich werde sie in meinem Zimmer stellen. Sollen wir mal anquatschen? Wenn du dich ausgelaugt fühlst, ist ein warmes Getränk genau das Richtige, um deinen Lebensgeist zu wecken. Okay, hat sich da was verändert? Ich fühle mich zwei Herzen, wenn ich an ihn denke. Das ist halt so cool. Bei Cecilia ist es oben im Zimmer, aber da kommt man, glaube ich, erst rein, wenn man mit ihr befreundet ist oder so. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall rennen wir mal eben zurück. Nicht zurück. Wir rennen zu Lumina hier zu Hause. Ich frage mich, ob man hier rein kann. Bei GameCube weiß ich das gar nicht. Ich glaube, da konnte man nie rein. So, rein da. Oh, da sind die Katzen. Hallo. Schau mal, wie süß. Ich schaue voll traurig, aber eigentlich bin ich gerade richtig happy. Weil guckt euch die Katze an, Mann. Die Katze dieser Villa ist zwar total niedlich, aber du kannst sie leider nicht mit nach draußen nehmen. Ja, früher, wenn man die rausgenommen hat, ist sie einfach von der Hand gesprungen. Die Tasten des Klaviers sind durch jahrelangen Gebrauch gelb angelaufen. Ja, heftig. Ist sein Zimmer. Ah, sie sind der Neuzugang hier im Tal, Tanamo, nicht wahr? Der Betrieb eines Hofes ist sicherlich anstrengend. Ich wünsche ihnen viel Erfolg bei ihren Mühen. Ich für meinen Teil bemühe mich stets, Frau Romana nach besten Kräften zu bedienen. Ja, sehr cool. Untersuchen. Auf dem einen Band dieses alten Notizbuchs steht ein Titel. Alles, was ein Butler wissen sollte. Geschrieben von Sebastian. Oder Sebastian, je nachdem. Auf der Kommode steht das Bild eines wunderschönen Gebäudes. Aus dem Rahmen ragt ein Zettel. Eine Kartoffel und eine Karotte ergeben zusammen eine nahrhafte Suppe. Rezept für Fragezeichen gelernt. Oh, nice. Ja, geil. Ach, schau mal, wie süß. Und die pennt. So, was war hier drüben nochmal? War da die Küche? Ja, da war die Küche. Untersuchen. Diese Küche mag alt sein, aber Sebastian hält sie tipptopp in Ordnung. Und ja, ich mache das jetzt mit Absicht. Ja, in einer Folge sage ich Sebastian und in der nächsten sage ich Sebastian. Anscheinend wurde noch nichts serviert. Teuer aussehendes Porzellangeschirr und poliertes Besteck schmücken das Innere des Schrankes. Hier gibt es anscheinend leider nichts. Dann was war hier nochmal? Ah, das war ihr Zimmer. Hallo. Willkommen, Schätzchen. Bitte fühl dich ganz wie zu Hause. Man wird einsam, wenn man in einer großen Villa lebt. Deshalb ist mir Besuch immer willkommen. Das ist aber nett. Eine antike Holzkommode. Sieht ziemlich teuer aus. Aha, und so, dass man sie nicht benutzen kann. Außer vom Bett aus nur den oberen Schrank. Auf dem Kaminsims steht ein Foto. Eine junge Romana steht vor einem großen Boot und lächelt. Das ist aber sehr klein. Das erkennt man kaum. Aber die hat blonde Haare gehabt, so wie es aussieht. Oh, das Wäschen. Jetzt gehen wir mal nach oben. Was war hier nochmal? Abgeschlossen. Um diesen Baum sind Garnschnüre gewickelt. Vielleicht eine von Romanas Scherzen? So Scherzen? Eine gepflegt wirkende Pflanze mit leuchtenden grünen Blättern. Auf dem Boden daneben liegt ein kleiner Zettel. Es kann mit zwei Karotten und etwas Milch einen Eintopf zu... Was? Ich kann mit zwei Karotten und einer Milch einen Eintopf zubereiten. Du auch? Und noch ein Rezept gelernt. Cool. Was mit dem Bild? Achso, okay, das ist... So, was haben wir hier? Das Zimmer wird nicht benutzt. Ich glaube, hier war das Zimmer von Lumina. Oh, die ist sogar da. Herzlich willkommen. Ich freue mich über deinen Besuch.
Das vergessene Tal ist schon ein nettes Fleckchen, nicht wahr? Gibt es nur Unikate? Ja. Ich will hier mich ein bisschen umsehen. Ich fühle, wenn ich an ihn denke. Und das ist jetzt das von ihr, wie sie über mich denkt. Ich glaube, dass ich mich bald hinlegen werde. Oh, shit. Ich gebe dir noch kurz das. Oh, das liebe ich. Ich möchte nicht unhöflich wirken, aber ist das für mich? Aber natürlich, nur für dich. Hurra, ich meinte, wie aufmerksam von dir. Ich habe zu danken. Ja, bitteschön. Mache ich gerne. Sie sagt, sie liebt das, aber es ist immer noch so. Okay, ich gehe lieber, weil sonst, ich glaube, wenn man die ganze Zeit da bleibt, dann kriegt man Minuspunkte irgendwie. Deswegen hauen wir mal lieber ab. Jetzt sind wir auch schon 10, ach du Kacke. Die Zeit fliegt, ey. Die Zeit fliegt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen angeln gehen. Aber ich glaube, dass, das ist, wir können es ja einfach mal machen, komm. Komm, Mann, macht, ich mache ja sonst auch gar nichts. Komm, können wir mal machen. Oh, wer ist das? Eine dunkle Gestalt läuft auf mich zu mit rotem T-Shirt. Wenn ich ein Bulle wäre, würde ich jetzt richtig mit Hörnern zurennen, weil, einfach nur, weil es so rot ist. Toro, Toro. Nein, Spaß. Okay, ich habe keine Aufträge. Ich frage mich immer, ob das wirklich so ist, dass, dass ein Stier aggressiv wird wegen roter Farbe. Ich habe mal gehört, dass das Quatsch ist, aber ich habe halt auch keine Ahnung. Ich habe noch nie mit einem Stier geredet und ich glaube, der hätte auch keinen Bock mit mir zu reden und ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht verstehen. Tja, schauen wir mal. Oh, da, oh lol, da spawnt einfach ein Fisch. Oh, ich war zu ungeduldig. Oh Gott, ich war so ungeduldig. Das war ja so doof. Aber geil, dass man jetzt einfach sieht, wie da ein Fisch rumschwimmt. Früher war das einfach unsichtbar. Der will mich mobben. Okay, aber der Fisch hat gar keine Animation, ne? Der bewegt sich halt nur gerade vor, gerade hinter. Geangelt! Wakasagilein. Was? Wakasagilein? 5 cm. Ein, bitte, was für ein Wakalina-Dingbums? Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Was ist denn das für ein Tier? Was ist das für ein Fisch? Ja, der Fisch hat leider echt keine Animation. Bisschen schade. Aber hey, es ist trotzdem cool, dass man... Vor allem, wie schnell die zubeißen. Ich bin mir ziemlich sicher, beziehungsweise ich weiß noch, wie lang ich teilweise früher gewartet habe, bis irgendwas kam. Wakasagilein. 6 cm. Ein bisschen größer. Oh, nächster Tag. Geh mal lieber ins Bett. So, ist schon wieder viel zu spät. Kann ich die Fische verkaufen? Das möchte ich mal eben fix ausprobieren. Nee, auch nicht. Alles nur bei Van. Tja. Na gut, dann gehen wir mal schlafen. Und ihr wisst ja, was das bedeutet, leider. Aktuell zumindest. Oh. Schaut euch mal das Buffet an. Aber ja, falls sich's ändern soll, ne, sagt mir einfach Bescheid und dann wird das natürlich angepasst. Ich mache natürlich alles, was ihr möchtet. Deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo. Tschüssi.